Hallo, Mathe Plus, Video Nummer 3, Einführung in die lineare Algebra. Wir lernen jetzt ein bisschen mit diesen Körperaxiomen umzugehen, und zwar ganz abstrakt, ohne dass wir uns auf einen konkreten Körper wie Q oder R oder C beziehen würden. Und das ist was, das killt einen am Beginn des Studiums, also ging mir zumindest so. Ich stelle folgende harmlose Behauptung auf. Also wir hatten hier gefordert, es muss ein Neutralelement der Addition geben, 0 genannt, und es muss ein Neutralelement der Multiplikation geben, 1 genannt. Und ich behaupte jetzt, wenn ich eine 0 gefunden habe, dann ist die schon eindeutig. Dann gibt es kein anderes Element, das die gleiche Eigenschaft hat, nämlich neutral zu sein in diesem Sinne. Wenn ihr jetzt zu sehr an Q und R denkt, denkt ihr, ja klar, die 0 ist die 0. Die 1 Fünftel ist halt nicht 0. Deswegen vergesst jetzt alles, ihr habt nur noch eine Menge mit zwei Rechenoperationen, die diese Axiome erfüllen. An den Umgang mit denen wollen wir uns jetzt gewöhnen. Und ich behaupte jetzt, wenn ich die 0 gefunden habe und noch ein weiteres Element, 0 Tilde, hinschreibe, welches ebenfalls diese Eigenschaft erfüllt, dann müssen die schon gleich sein. Wie um Himmels Willen sollte man das jetzt beweisen? Also Aussage klar, wenn ich zwei verschiedene Elemente gefunden habe, die dieses Axiom erfüllen, neutral zu sein bezüglich Addition, dann müssen das schon dieselben Elemente sein. Und jetzt, wir haben ja eigentlich gar nichts in der Hand. Wir kennen diese Menge nicht, wir wissen nur, K ist ein Körper und müssen jetzt irgendwie behelfen. Und jetzt braucht man schon die erste zündende Idee. Ich muss ja irgendwie die Eigenschaft verwenden, dass es bezüglich Plus ein Neutralelement ist. Was darf ich also machen, wenn 0 und 0 Schlange beides Neutralelemente sind? 0 ist gleich 0 plus 0 Schlange. So. Warum gilt das? Warum gilt dieses Gleichzeichen? Weil... Nein, eine Fliege hier drin. Auf die Jagd. Mach nochmal. Eine Wespe sogar? Ja, soll ich das aufmachen? Oh ja, bitte. Oh, vielen Dank. Okay, Wespe evakuiert. So, warum gilt dieses Gleichzeichen hier, Tom? Weil ein Element plus das Neutralelement immer das Element selbst ist. So ist es. Wir haben ja gesagt, 0 Tilde ist auch ein Neutralelement. Ob von rechts oder von links, ist ja egal, wegen Kommutativität. Was gilt aber jetzt ebenso? Es ist 0 Tilde. Denn? Weil 0 verändert nichts daran. So ist es. Und schon steht es da, 0 gleich 0 Tilde. Wer wäre da drauf gekommen? Wer jetzt streckt, der lügt. Ich weiß nicht. Ja? Was ist Tilde eigentlich? Diese Schlange da oben, das liest man als Tilde. Ja. 0 Schlange. Ja, und dann steht es da. Ja, und das müssen wir jetzt noch schön aufschreiben, also hier begründen, weil eben 0 Tilde oder die zweite 0 ein Neutralelement ist, gilt das. Und hier, weil 0 ein Neutralelement ist, gilt das. Also folgt das hier. Ja? Auch später, wenn ihr Übungsaufgaben dann aufschreibt und abgibt an der Uni, sowas würde ich nicht gelten lassen. Sondern das müsst ihr schon schön in Text verpacken. So wie wenn ihr es in LaTeX schreiben würdet, erinnert euch. Ja, immer ein bisschen schön dazu. So, machen wir das Gleiche für das multiplikative Neutralelement. Ich nehme an, ich habe 1 und 1 Tilde. Beides sind neutrale Elemente bezüglich der Multiplikation. Wie folge ich deren Gleichheit? 1 ist gleich 1 mal 1 Tilde. Und das ist dann wieder gleich 1 Tilde. So ist das. Gleiche Argumente wie oben. Und dann steht es da. Und das zeigt also, wenn ich ein Neutralelement gefunden habe, brauche ich kein weiteres zu suchen. Beziehungsweise wenn ich irgendein Element habe, das die Eigenschaften eines Neutralelements erfüllt, muss es gleich der eindeutigen 0 sein oder der eindeutigen 1. Das erscheint jetzt banal, aber ist auch was, was wir eben jetzt nur mit den Körperaxiomen gefolgert haben und was manchmal wichtig ist. So, jetzt wird es also im Prinzip ähnlich von der Logik her, von der Idee her, aber ein bisschen anstrengender auf den Trick zu kommen. Ich behaupte, wenn ich irgendein Körperelement habe und zwei additive Inverse gefunden, also quasi zwei negative von dem A, dann müssen die schon gleich sein. Wer schafft es jetzt in einer Zeile zu folgern, dass B gleich B Tilde ist? Freddy? Also A plus B muss ja gleich 0 sein. Genau. Und 0 muss ja auch gleich A plus B Tilde sein.
Genau, versuch's mal. Genau, versuchen wir es einmal schön aufzuschreiben. Also dann weiß ich nach Definition, a plus b ist 0 und ebenso ist a plus b Tilde 0. Sind ja beides additive Inverse. Was machen wir jetzt? Am Ende wollen wir auf b gleich b Tilde kommen. Jetzt kann man das a rauskürzen, also mit minus a quasi, und dann hätte man b ist gleich b Tilde. Ah, das ist gut. Nochmal, was würdest du machen? Ich würde die beiden a's halt rauskürzen, dann bestände der ja weg. Ja, eben, also vergiss jetzt mal, dass es eine gewöhnliche Gleichung ist. Wir wollen jetzt nur mit den Körperaxiomen arbeiten. Also Idee ist schon gut, aber wir müssen das jetzt noch schön aufschreiben. Also wenn ich jetzt das euch so vorlegen würde als Gleichung, würdet ihr natürlich sofort sagen, ich mache minus a auf beiden Seiten, da steht da b ist gleich b Tilde. Das machen wir jetzt aber absichtlich nicht, weil dabei übersehen wir nämlich eine Sache. Können wir schreiben, b ist gleich minus a, und wir 0 ergeben wollen? Das machen wir tatsächlich erst, wenn wir das bewiesen haben. Dann ist es nämlich gerechtfertigt. Die Bezeichnung für das, dass es das eindeutige Inverse ist von dem a. Verwenden wir deine Idee, nur ohne dass wir sagen, wir kürzen das a direkt. Das ist quasi auch dann mit die Begründung für die Kürzungsregel. Ich nehme jetzt dieses b und addiere a plus b dazu. Okay? A plus b ist aber das gleiche. Wie 0. Mhm. Und wie? A plus b Tilde. So, also ist doch... Seid ihr da einverstanden? Die beiden sind gleich, haben wir erkannt. Also, wenn ich zu b das gleiche Element addiere, kommt natürlich auch wieder das gleiche raus. Und was kommt jetzt? Sind ja b plus a ist auch 0 und das heißt, da steht b Tilde einfach nur. So ist es. Und jetzt brauchen wir aber einen Schritt noch. Was brauchen wir, Heikjong? Das Kommutativgesetz. Nicht ganz? A1. Genau, das Assoziativgesetz, dass wir nämlich hier die Klammer verschieben dürfen. Also mit Assoziativität haben wir dann b plus a plus b ist gleich b plus a plus b Tilde. Und jetzt, genau wie du gesagt hast, sind ja, das hier ist 0, 0 plus b ist b, das hier ist 0, wegen, nee, also ist auch hier. Beides mal kommutativ gesetzt. A plus B und B plus A ist beides mal 0. Also steht hier 0 plus B gleich 0 plus B Tilde. Das heißt, weil 0 das Neutralelement ist, steht da B ist gleich B Tilde. Ja? Es ist nur sowas, eine Frage. Warum dürfen wir jetzt dann hier quasi mit B, aber da erweitern wir ja quasi auch. Genau, das ist das, was ich gesagt habe. Ich nehme B und zähle ein Körperelement dazu. Das darf ich erstmal machen, weil es gibt ja die Addition. Wenn ich jetzt das gleiche Element zu b dazu zähle, bleibt natürlich auch das Ergebnis das gleiche. Hier steht ja beides mal dasselbe. Da verwende ich das. Okay? Und jetzt sehen wir, beim Beweis der Eindeutigkeit des additiven Inversen geht schon die Assoziativität ein. Das ist das, was ich vorher also in einem der letzten Videos gemeint habe. An manchen subtilen Stellen braucht man die Assoziativität. Weil wir sie so gewohnt sind, würden wir sofort, wird dir völlig recht geben, sagen hier einfach, wir kürzen a weg. Wir streichen a weg. Aber auch wenn du minus a machst, brauchst du wieder die Assoziativität, dass die beiden zusammen auf 0 gehen. Das heißt, bei einer nicht assoziativen Verknüpfung könnte ich dieses Argument hier nicht machen. Und jetzt, was du gesagt hast, ab dann schreibt man, also das wäre der Beweis, ab dann nimmt man die gewohnte Schreibweise b ist einfach minus a. Und das ist eindeutig, hängt eindeutig mit a zusammen. Okay? Ein bisschen eleganter kann man das so machen, da kommt man aber noch weniger drauf. Also hiermit ein bisschen rumprobieren. Du hättest ja schon die richtige Idee gehabt, ein Ticken hätte gefehlt. Ich kann ja schreiben, b ist b plus 0. Einverstanden? 0 ist Neutralelement. Was mache ich jetzt? B plus a plus b Tilde. So ist es. Was mache ich dann? Assoziativgesetz. Genau, auch hier brauche ich wieder das Assoziativgesetz. Und jetzt, Tom? Das ist gleich 0. Genau.
Das wäre ein bisschen eleganter, weil es eben in einer Zeile geht, aber wahrscheinlich kommt man da noch weniger drauf, halt auf den Trick. Ich habe jetzt genau das aufgeschrieben. Perfekt. Respekt. Wäre mir nicht. Also mich hat das, ja, hat mich zur Verzweiflung gebracht zum Beginn des ersten Semesters. Und seht ihr jetzt, wir haben nur mit den Axiomen gearbeitet. Wir haben nicht vorausgesetzt, dass wir schon wissen, wie wir in R oder Q irgendeine Gleichung lösen würden, sondern wir haben alles auf die Axiome zurückgeführt. Und daran muss man sich am Anfang eben ein bisschen gewöhnen. Und das ist eben so der Teil des Schocks beim Übergang an die Uni, dass man sowas in der Schule in der Regel nicht lernt. Okay, jetzt, das schafft er, beweist ihr mal die Eindeutigkeit der multiplikativen Inversen. Auch für die Zuschauer zu Hause, Video kurz pausieren und versuchen, fast das gleiche Argument, nur Plus eben durch Mal ersetzen und 0 durch die 1. Probiert es mal. Okay, habt ihr es geschafft zu Hause? Schauen wir mal. Freddy, was hast du gemacht? B ist gleich B mal 1. Ja. In jedem Gleichzeichen sagen, warum? Das ist halt die neutrale, also das zweite Gesetz. Genau, 1 ist neutrales Element. Dann weiter. B ist gleich, 1 ist ja gleich einfach A mal B tilde. Also haben wir A mal B tilde. Und jetzt können wir wegen dem Assoziativgesetz, was glaube ich, einfach B tilde mal B mal A, das ist ja quasi 1 mal B. Mhm. Schreiben und dann haben wir wieder B ist gleich B tilde. Genau. Weil es sind ja multiplikative Inverse von A, also sind die Produkte jeweils 1. Das haben wir hier verwendet, hier verwenden wir es. Sehr gut. Und das schreibt man jetzt so. Das kennt ihr schon von den Potenzgesetzen. A hoch minus 1 wäre in unseren bekannten Beispielen 1 durch A. Und diese Notation übernimmt man jetzt auch in allgemeinen Körpern. Dass man sagt, die Multiplikativen, oder in Gruppen an sich, die multiplikativen Inversen bezeichnet man mit A hoch minus 1. Und da wissen wir, die sind eindeutig. Okay, stark. Ich hätte es nicht so schnell umgesetzt damals als Schüler. Okay, ein kleines Video kommt noch. Da arbeiten wir noch ein bisschen weiter mit diesen Körperaxiomen.